Guten Abend, meine sehr verehrten Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie zu Ehren des großen Andreas Gerwin Kammer, der heute seinen 42. Geburtstag feiert, eingeschaltet haben. Aus diesem Anlass strahlen wir heute den fünften Teil der Hobbit-Trilogie Der Bithop mit Kammer in seiner letzten Rolle als Bulbo Budelin aus. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Mein Name ist Karin Tietze Ludwig. Mit dem ersten sehen Sie besser. Jetzt? Die Legende berichtet über den dunklen Herrscher Siphon und den Würfeln, die ihm die Macht verleihen, die Welt zu knechten. Verschollen seit Jahrhunderten, von vielen gesucht, fielen sie nun in die Hände des unwahrscheinlichsten Geschöpfes, das man sich je vorstellen konnte. Bitte, bleib dir der Erste. Man schrieb das Jahr 1203 vor Christi. Ein alter, klappriger Eselskarren kam des Weges. Es war der Schnapshändler Bulbo Budelin. Er war auf dem Weg durchs Auerland, denn er hatte ein bestimmtes Ziel. Fettweiß Gladbach. Dort sollte ein Schockturnier stattfinden. In seinem Gepäck befanden sich neben Fässern und Flaschen, Zigaretten und Zmins auch drei magische Würfel. Er hatte sie einst in einer Regenrinne am Nürburgring gefunden. Mit diesen drei magischen Würfeln gewann er jedes Spiel. Doch nach jedem gewonnenen Spiel traf ihn ein unbehagliches Gefühl, das er sich nicht erklären konnte. Er wurde aggressiv und unwirklich. Doch dieses Turnier bedeutete ihm viel und er rollte so durch den finsteren Wald. Dieser Weg war nahezu komplett zugewachsen und er hatte einige Probleme, sein klimperndes Gefährt hindurch zu manövrieren. Plötzlich hielt er inne. Er sah sich um. Totenstille. Nichts und niemand waren zu erkennen. Eine unheimliche Stimme sprach: Mein Schock! Hatte er nicht schon eine ganze Weile das Gefühl, verfolgt zu werden? Ein fernes Rascheln von Blättern war zu vernehmen. Also doch! Jemand oder etwas schlich ihm hinterher. Er schob es auf den Kater von gestern Abend.
aufmerksam wies er seinen Esel an, die Fahrt fortzusetzen, indem er ihm kräftig in den Arsch trat. Der Pfad schien gefährlich zu sein. Bulbo Budelin wusste, dass er nicht alleine auf diesem fast zugewucherten Weg durch die riesigen Wälder war. Ihm weit voraus ritt der Normannenkrieger Worpi. Sein Plan war, vor ihm beim Schockturnier zu sein und ihm dort die Würfel abzujagen. Doch Bulbo war zuversichtlich, denn er hatte einen neuen Glücksbringer am Handgelenk, eine alte Hornhautraspel. Als er seinen Karren bereits in der Dämmerung in einen dunklen Hohlweg chauffierte, wurde ihm unheimlich. Der Angstschweiß lief ihm eiskalt den Rücken hinunter. Schnell fasste er in die Innentasche und warf einen Blick auf seinen Flachmann. Eine Raute leuchtete grün. Das bedeutete, dass höchste Gefahr in unmittelbarer Nähe ihm auflauerte. Grünes Leuchten bedeutete Barks. Überall waren Barks in der Nähe. Erneut trat Bulbo seinem Esel in den Arsch und er galoppierte wie vom Teufel besessen durch den Wald. Doch bereits in diesem Moment fielen sie auch schon aus den Baumkronen über ihn her. Mit ihrer schadenfrohen Art attackierten sie ihn von allen Seiten. Mit furchterregenden Würfen wie 421 und der Kuckuckschiebe-Klatschtechnik fielen sie über ihn her. Doch da Bulbo nicht mehr ganz nüchtern war, fiel er in einer Kurve von seinem Kutschbock, rollte eine Böschung hinunter und blieb in einer Wildschweinsohle stecken. Als er wieder zu sich kam, waren die Barks verschwunden. Was wollten diese unwirklichen Wesen nur von ihm? Sein Karren fand er ein paar Kilometer weiter. Viele Fässer waren leer getrunken. Stark angeschlagen schleppte sich der Schnapshändler zum Gasthaus zum alten Wasserturm, wo er erstmal kräftig einen über den Durst trank mit seinem neuen Freund Horst, dem KEC-Fan aus Niederau. Hier traf er auch nach langer Zeit noch einmal auf seinen alten Freund Eddie Elrond. Das treuer Esel. Komm die Ziel des Weges. Danke.
als Bulbo Budelin sich in den frühen Morgenstunden wieder auf den Weg machen wollte, versperrte ihm ein seltsames Wesen mit wenigen Haaren und einem roten Metallkästchen die Straße. Es war Schwollom Mergol, ein Halbling. Er lebte seit 500 Jahren im Eschweiler Kanalsystem und suchte nach seinen Würfeln. Bulbo fragte, was willst du? Schwollom streckte die Hand aus, öffnete sie und sprach, ein Schock. Zudem wollte er auch noch 3 Euro haben. Schwollom will ein bisschen spielen. Wir spielen um deine Würfel. Was Bulbo nicht wusste, war, dass Schwollom der Vorbesitzer der 3 magischen Würfel war. Der Halbling wurde durch den Besitz der Würfel zur Kreatur. Sie verfluchten sein Leben. Über 500 Jahre lang. Bulbo versetzte ihm 2 Schock aus und einen kräftigen Tritt. Er landete in der Fassbrause. Vor lauter Wut zerfetzte Schwollom seinen Schockbecher, kroch zurück in seine Unterwelt und jammerte vor sich hin. Mein Schock. Schwollom will ein bisschen spielen. Es geht um deine Würfel. Ja. Oh nein, du Narr. Du hast es verpatzt. Nein. 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 Wo ist Thomas Spielberg? Soll ich kommen? Jetzt? Thomas Spielberg kommt jetzt. Was soll ich schon sagen? Bitte auf die zweite. Als sich die Gefährten endlich wieder zusammengerauft hatten, machten sie sich endlich auf die Reise, um die Würfel zu zerstören. Ihr Weg führte sie nun durch die Höhlen von Helms Klamm am Fuße des Schicksalsbergs. Dort wurden sie überrascht von dem gefürchteten Wurstküchentroll Thomas und seiner Gastschocke-Armee. Sie waren schockiert von dieser furchtlos angreifenden Armee und suchten erst einmal Schutz in den Minen von Maria. Dort trafen sie auf den Elbenkönig Langragon von Droven. Nachdem sie ihm kurz und knapp die Geschichte erzählt hatten, sagte Langragon, mein Becher soll der eure sein und euch beschützen auf eurem gefährlichen Weg. Mit Gebrüll
schlugen sie los und warfen die Meute zurück. Gandalf schoss mit Rüben und Langragon wickelte sie alle in Klopapier und Küchenrollen ein und furzte und rülpste, was das Zeug hielt. Ach, da kommt auch Aragorn. Nix Aragorn, Arango! Duh! Die Gefährten balancierten einen schmalen Pfad entlang, bis sie an eine kleine Höhle kamen. Sie führte unmittelbar zum Waldweg, der von Bergheim nach Winden führte. Kurz vor dem Ziel wurde es dunkel. Der Himmel überzog sich mit pechschwarzen Wolken, Wind kam auf. Bäume stürzten und versperrten ihnen den Weg. Der Mond war übersät mit Krähen, die Unheil verkündeten. Bulbo hatte Angst. Er zog seinen Flachmann aus der Innentasche und erschrak. Die grün leuchtende Raute. Barks. Doch diesmal waren es nicht nur die Barks alleine, denn sie hatten einen gewaltigen Verbündeten dabei. Es gab noch jemanden, der dem Schnapshändler die ganze Zeit gefolgt war. Es war die rechte Hand des dunklen Herrschers Siphon, der sich übermächtig und übernatürlich vor ihnen aufbaute. Es war Fragomir, der Schockauskönig von Gondor. Hoch auf seinem mächtigen schwarzen Rappen sitzend, führte er die Armee mit seinem Schokinator-Becher voraus in den Kampf. Doch die Gefährten bekamen Unterstützung. Worpi, der deutsche Meister und Vize, stieß hinzu, gefolgt von Homas und der Armee der Gastschocker, bis hin zu Zwerg Brasselgrassel, der aus seinem Winterschlaf erweckt war, zogen sie Seite an Seite in die Schlacht. Helmsklamm, dort entlang. Thomas und die Gastschopfarmee! Versteck dich! Oho! Schnell! Ah! 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 Ah
unbemerkt. Am Rande des Schlachtfeldes machte sich Bulbo jedoch alleine auf, seinen Auftrag zu erfüllen. Er schlich sich durch den Richelberg bis hin zur Gaststätte Lachende Serbin. In der Gaststätte empfangen wurde er von einer Elbin namens Sarasani aus Bruchsal, die ihn förmlich anhimmelte. Sei stark und vollende Werk. Ich dich heilen. Falls du verletzt, kriegst du Pilz. Doch die Idylle wurde jäh unterbrochen, als ein Mark durchdringendes Ha-ha-ha durch die nebelumzogenen Gemäuer hallte. Sie war ihm auf den Fersen, die Hexe Davadur. Bulbo wiederum ergriff die Gunst der Stunde, rannte durch das Gastgebäude, den Saal hinunter, auf den Flur bis zum Ende, stürmte durch die Türe der Herrentoilette bis ins Scheißhaus und schloss die Tür. Er klappte den Klodeckel hoch. Er wusste, dass er nicht viel Zeit hatte. Er zog seinen ledernen Schockbecher aus der Tasche, stülpte ihn auf seiner rechten Hand um, öffnete sie, um die drei Würfel noch einmal anzuschauen. Doch mittlerweile hatten die magischen Würfel so viel Macht von ihm ergriffen, dass er nicht mehr in der Lage war, sie ins Klo zu werfen. Er konnte einfach nicht. Er wollte sie behalten. Mein Schock! In diesem Moment flog die Türe mit einem lauten Krachen aus den Angeln. Ha, ha, ha! Die Hexe Liliana stürzte herein, nachdem sie den Schockclub besiegt hatte. Sie schrie, wo sind sie, die Würfel? Und sah sie in der offenen Handfläche liegen. Noch ehe Bulbo sich versehen hatte, grapschte sie ihm den Schatz aus der Hand. Doch mit einem riesigen Gebrüll hatte sie sich mit dem Fuß in Bulbos heruntergelassener Hose verfangen und stürzte kopfüber mit einem wütenden serbischen Ausspruch in die Toilettenschüssel. Geistesgegenwärtig betätigte Bulbo die Spülung und die Hexe wurde mitsamt den Würfeln in den tosenden Fluten der Toilettenspülung nach Mittelerde gespült. Die böse Hexe ertrank. Es war vollbracht. Die Würfel waren vernichtet. Als Bulbo aus der Toilette kam, lag ihr die Elbe Sarasani aus Bruchsal zu Füßen. Man nannte ihn überall nur noch der Bithop. Als Bulbo ein Jahr später am ersten Donnerstag im Jahr wieder am Schocktisch saß und seinen Becher drehte, hörte er plötzlich eine Stimme. Mein Schock! Er stand auf und sprach, ich habe noch etwas zu erledigen. Action! Kriegst du Bild? Nein, ich muss die Würfel vernichten. Es ist vollbracht. How many roads must a man?